Hi, ich habe 30 Tage lang nur in Schwarz-Weiß fotografiert. Wir schauen uns in dem Video an, was dabei passiert ist, welche Fotos ich aufgenommen habe und was ich dabei gelernt habe. Und damit wir einen Ausgangspunkt haben, das hier ist Tag 1, wo ich im Olympiapark München unterwegs war. Fun Fact, die Challenge habe ich angefangen am 1. November, einfach weil ich zu faul war, immer zu rechnen, welchen Tag ich gerade von der Challenge habe. Und ich mir gedacht habe, im Zweifel kann ich dann einfach aufs Datum schauen und weiß, an welchem Tag ich gerade bin. Und ich muss zugeben, die Runde im Olympiapark verlief unproportional gut. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich so schöne Fotos aufnehme. Aber ich hatte halt auch einfach echt schöne Bedingungen. Die Glückssträhne, die ich im Olympiapark mit dem Wetter hatte, hat aber leider nicht angehalten. Und die nächsten Tage waren deutlich schwieriger zum Fotografieren. Ich persönlich finde Schwarz-Weiß-Fotografie sehr angenehm an sonnigen Tagen, weil du da sehr kontrastreiche Szenen hast. Und an regnerischen Tagen ist halt eigentlich genau das Gegenteil der Fall und du hast halt sehr wenig Licht und sehr wenig Kontrast zur Verfügung. Und deshalb war ich an den Tagen noch nicht wirklich zufrieden mit dem, was ich aufgenommen habe. Vielleicht so den ein oder anderen Reflection-Shot, aber da war jetzt nicht wirklich irgendwas Weltbewegendes dabei. Aber zum Glück gab es nur zwei regenreiche Tage am Anfang und danach wurde es dann auch wieder ein bisschen besser. In der ersten Woche waren dann nämlich noch ein paar schöne sonnige Tage dabei, die ich dann immer genutzt habe, um da unterwegs zu sein und ein paar coole Fotos aufzunehmen. Die hatten alle unterschiedliche Ausbeuten. Manchmal bin ich nur mit ein, zwei Fotos nach Hause gekommen, mit denen ich wirklich zufrieden war. Aber ich hatte zum Beispiel auch eine Morgenrunde dabei, wo ich bei Sonnenaufgang am Odeonsplatz in München war und einfach brutal geiles Licht, wo ich mit Gegenlicht oder Schattenwurf experimentieren konnte. Und da sind einige von meinen absoluten Lieblingsfotos von den 30 Tagen entstanden. Dann habe ich mal eine kleine Pause von der Streetfotografie gemacht und gedacht, ich probiere mich einfach mal in der Landschaftsfotografie aus. Dazu gibt es auch ein gesondertes Video auf meinem Kanal, das findest du hier oben. Und ehe du jetzt sagst, Moment mal, ich kenne das Video, da hast du aber Bilder gezeigt, die nicht schwarz-weiß waren, hast du nicht irgendwie gecheatet? Und da kann ich dich beruhigen, nein, habe ich nicht. Ich habe bei der Sony einfach Bildprofile verwendet, da gibt es unter anderem schwarz-weiß. Und das heißt, in meinem Display wird mir alles schwarz-weiß angezeigt, in Lightroom sehe ich das von Grund auf in schwarz-weiß, aber im Hintergrund nimmt die Kamera trotzdem eine RAW-Datei auf, die ich jederzeit in Farbe zurückkonvertieren kann. Das heißt, ich habe auch an solchen Tagen brav in schwarz-weiß fotografiert, aber hatte halt die Möglichkeit, das auch in Farbe wieder zurückzuwandeln. So, und jetzt haben wir einen kleinen Zeitsprung drin, weil deutsches Behördenchaos existiert und ich für ein paar Tage durch halb Deutschland fahren musste, um ein paar Sachen zu erledigen und keine Zeit fürs Fotografieren gefunden habe. Und deshalb geht es jetzt am Ende der zweiten Woche weiter. Das ist ein Problem. Und nicht nur das, sondern quasi eigentlich die gesamte Wettervorhersage sagt mir für die nächsten zwei Wochen nahezu null Sonnenstunden an. Und bisher hat es sich eigentlich bewahrheitet, was ich bisher vermutet habe. Wenn Sonne scheint, kann ich ganz gute Fotos aufnehmen. Und bei Regen und Grau ist es eher so sehr durchwachsen und eher schlecht, meine Ausbeute. Von daher wird es eine sehr interessante zweite Hälfte von meinem Experiment. Und ich bin mal sehr gespannt, was ich die nächsten Tage so aufnehmen kann. Es ist dann auch das eingetreten, was ich vermutet habe. Bei Regen finde ich es halt sehr schwer, Motive zu finden. Aber ich habe eine Sache ausprobiert. Ich dachte mir, okay, wenn ich nicht irgendwie mit Kontrast spielen kann, dann kann ich einfach ein bisschen mit Belichtungszeiten experimentieren. Und habe dann gerade an der Bahnstrecke versucht, irgendwie festzuhalten, wenn da Leute stillgestanden haben und auf den Zug gewartet haben, während die S-Bahn halt einfährt, dass ich dann Belichtungszeiten von so grob einer Fünftelsekunde eingestellt habe. Und durch die Geschwindigkeit der Bahn, die halt einfach ein bisschen verwischt und dynamisch aussieht, während mein Motiv relativ stillstehen sollte, da sich die Menschen in der Streetfotografie bewegen und ich das Ganze aus der Hand fotografiert habe, ist es leider nie ganz scharf geworden, aber ich war zumindest mit den Ergebnissen relativ zufrieden an dem Tag. Die ganze nächste Woche gab es manchmal Sonne, viel Regen und manchmal sogar die wunderschöne Mischung aus Sonne mit Regen. Und das Ganze hat mich angefangen, sehr zu frustrieren.
Ich wusste halt im Vorfeld von der Challenge schon, dass ich an sonnigen Tagen wahrscheinlich sehr schöne Fotos aufnehmen kann, weil ich das gewohnt war, damit zu arbeiten. Und mir war im Vorfeld schon klar, dass diese wolkigen, regnerischen Tage echt ein Problem werden können. Aber ich habe mir halt gedacht, über die Zeit, gerade wenn du es so intensiv machst, lernst du vielleicht irgendwelche Techniken, Ideen, die du verwenden kannst, um an diesen Tagen zu fotografieren. Aber ich bin ehrlich, mein Auge ist dafür irgendwie nicht gut genug gewesen und ich habe irgendwie vielleicht auch einfach zu wenig kreative Ideen gehabt. Aber auf jeden Fall ist es mir nicht gelungen, merklich besser zu werden, wenn ich in regnerischen Tagen unterwegs war. Und das hieß halt im Endeffekt, dass ich eine eher schlechte Fotoausbeute hatte, dazu bei sehr ungemütlichem Wetter unterwegs war und am Ende noch nass wie ein Hund war, wodurch der Spaßfaktor von dem Ganzen eher nach unten gegangen ist. Wir fangen an, gerade so ein bisschen die Ideen für Streetfotografie auszugehen, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich halt irgendwann mal an einer Location war, dann denke ich mir so, okay, ich war da jetzt erst vor ein paar Tagen, so ich will da jetzt nicht irgendwie schon wieder hingehen. Und dadurch, dass ich gerade so viel fotografieren gehe, wie gesagt, gehen mir so langsam die Locations und Ideen aus, was ich machen kann. Und deshalb habe ich gedacht, ich mache heute mal ein bisschen was anderes und bin im englischen Garten unterwegs und nicht unbedingt mit dem Fokus für Streetfotografie, sondern eher mit dem Fokus einfach Hunde zu fotografieren. Und wie du vielleicht hinter mir siehst, wir haben sehr schönes Licht, noch relativ wenig Hunde, aber vielleicht ist es der Tageszeit geschuldet. Es ist eher so später Mittag, also vielleicht sind auch einfach zu viele Leute auf Arbeit und zu wenig Leute, die Gassi gehen. Aber wie gesagt, ich bin mal sehr gespannt, ob ich heute irgendwie sinnvolle Hundefotos aufnehmen kann. Ich muss sagen, Hunde zu fotografieren war echt eine Top-Idee, weil es einfach ein bisschen mal wieder was anderes war. Ich mich auf ein paar andere Motive konzentrieren konnte. Außerdem liebe ich Hunde und es war halt richtig süß, wenn so ein Vierbeiner dann zu dir hingekommen ist, dich beschnuppert hat und schaut, was du da eigentlich treibst. Auch wenn ich ehrlicherweise zugeben muss, dass mir viele von diesen Fotos in Farbe besser gefallen als in Schwarz-Weiß. Ich glaube halt bedingt durch den Fakt, dass ich die Umgebung nicht wirklich gut kontrollieren konnte und es in Schwarz-Weiß halt ein bisschen schwieriger ist, dann Vordergrund von Hintergrund zu unterscheiden. Und dann die letzte Woche, muss ich sagen, war sehr bescheiden, weil sich halt das fortgesetzt hat, was ich davor schon gesagt habe. Ich hatte schlechtes Wetter und nicht wirklich ein gutes Gefühl oder Auge dafür, wie ich damit umgehe. Und wie gesagt, das ist nicht wirklich besser geworden im Verlauf der Challenge. Und dazu war ich halt, was ich auch schon gesagt habe, so oft in München unterwegs, dass mir irgendwann die Ideen ausgegangen sind, was ich dann irgendwie alles noch fotografieren konnte und wo ich schon lange nicht mehr war. Und ich habe halt durchaus ein paar lustige Momente aufgenommen. Zum Beispiel habe ich zum ersten Mal gesehen, dass es Leute gibt, die offensichtlich eine VR-Tour durch München gemacht haben und die dann alle mit diesen massiven Headsets dastanden und das fast schon so ein bisschen dystopisch aussah. Und ich fand, das waren halt sehr coole Motive. Aber insgesamt fand ich die Fotos jetzt alle nicht super gut und erfüllend. Und deshalb habe ich gedacht, na gut, vielleicht wird es Zeit für eine Abwechslung. Bin dann einen Tag nach Augsburg gefahren, um zu schauen, ob ich da irgendwelche Motive finde. Aber das Wetter war so demotivierend und regnerisch, kalt, nass, grau, blöd, dass ich noch nicht mal wirklich Bock hatte, meine Kamera rauszuholen, geschweige denn irgendwelche sinnvollen Fotos aufgenommen hätte. Von daher, ehrlicherweise, war ich dann irgendwann froh, dass diese ganze Challenge sich dem Ende geneigt hat und ich an Tag 30 war und damit aufhören konnte. Weil ich, wie gesagt, erwartet hätte, dass ein Lerneffekt einsetzt und bei mir das nicht wirklich, zumindest merklich, passiert ist. Und ich dir nicht genau sagen kann, woran das liegt. Vielleicht habe ich mich zu wenig getraut, neue Sachen auszuprobieren und zu experimentieren. Aber mein Fazit nach den 30 Tagen ist, dass für mich Schwarz-Weiß-Fotografie ein cooles Tool ist, ein schönes Tool ist, aber halt auch nur ein Werkzeug von vielen. Und ich nutze Schwarz-Weiß eigentlich am liebsten, wenn es sonnig ist, vielleicht noch zur Mittagszeit, wenn du eh nicht so gut in Farbe fotografieren kannst und aber halt diesen starken Kontrast hast, mit dem du dann schön arbeiten kannst. Aber halt zwanghaft alles in Schwarz-Weiß zu fotografieren, hat sich für mich so ein bisschen angefühlt, wie einen Hammer zu haben und alles, was ich sehe, hämmern zu wollen, obwohl manchmal vielleicht irgendwie ein Schraubendreher die bessere Möglichkeit gewesen wäre. Ich weiß aber, es gibt viele unter euch, die auf Schwarz-Weiß schwören und Streetfotografie nur Schwarz-Weiß fotografieren wollen. Von daher lass mich doch einfach mal gerne in den Kommentaren wissen, wie du an solchen wolkigen, grauen Tagen vorgehst und da mit Schwarz-Weiß fotografierst. Weil ich weiß, solche Videos haben normalerweise das Fazit, dass man irgendwas gelernt hat und jetzt irgendwie besser darin geworden ist. Aber ich fühle mich ehrlicherweise nicht so, als ob ich irgendwie groß was gelernt hätte durch die Challenge. Und deshalb kann ich dir halt nur meine ehrlichen Erfahrungen teilen und habe jetzt halt nicht so eine große, riesige Erkenntnis, die ich dir ausbreiten und präsentieren kann. Außer, dass Schwarz-Weiß-Fotografie halt ein Tool von vielen ist, aber nicht der heilige Gral, der jedes Problem in der Fotografie löst.
Aber ich hoffe, dir hat das Video trotzdem gefallen. Wenn dem so war, lass mich das gerne wissen. Ich kann auch noch mir ein paar andere Challenges überlegen. Aber du merkst vielleicht, da war sehr viel Arbeit mit involviert, dieses Video zu produzieren. Von daher interessiert mich natürlich dein Feedback, ob du sowas öfter sehen möchtest oder halt die normalen Fotovlogs spannender findest. Egal, was von beidem es ist. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, mach's gut.